Sie sollte renoviert werden, dann wurde daraus ein Wiederaufbau. Nach Arbeiten auf dem Dach stand die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame im April 2019 lichterloh in Flammen. Der hölzerne Dachstuhl war verloren, der große Rest der Kirche versenkt, angekokelt, rußgeschwärzt. Nun, 5 Jahre später, die frohe Botschaft: Notre-Dame wird Ende der nächsten Woche wieder eröffnet. Schöner als je zuvor soll das Gotteshaus nun sein. Der französische Präsident, der heute bei einem Rundgang schon mal staunen durfte, jedenfalls lobte die Handwerker, die das Unmögliche möglich gemacht hätten. Über eine wahre Auferstehung und das Glück von Archäologen berichtet Shafak Lahai. Sie sind Architektinnen, Maurer, Schreiner. 2000 Menschen und sie haben die Kathedrale wieder aufgebaut. Heute konnte man zum ersten Mal sehen, was sie geschafft haben. Die Wände, befreit von jahrhundertealtem Ruß und Dreck. Wo nach dem Brand alles in Trümmern lag, wurden Skulpturen, Fenster und Wandmalereien restauriert. Heller und strahlender ist Notre Dame. Strahlen tut auch er, Präsident Emmanuel Macron. Bei seiner Dankesrede hält er sich mit Pathos nicht zurück. Sie waren die Alchemisten der Baustelle. Sie haben Kohle in Kunst verwandelt. Jemand, der bei der großen Feier hier dabei war, ist Boris Robin. Wir treffen ihn vor ein paar Tagen am Hintereingang der Kathedrale. Er ist Archäologe. Gemeinsam mit seinem Team ist er in der Kathedrale auf eine regelrechte Sensation gestoßen. Im Inneren von Notre-Dame wurden etwa 100 verschiedene Gräber gefunden. Sie reichen vom späten Mittelalter bis in die Neuzeit. Das sind sehr wichtige Informationen. So erfahren wir mehr über die Bevölkerung, die auf dem Gebiet von Notre-Dame gelebt hat. Glück im Unglück, sagt er. Sie hätten wohl niemals im Kirchboden von Notre-Dame graben können, hätte es den Brand nicht gegeben. 15. April 2019, Feuer in Notre-Dame. Der berühmte Spitzturm steht in Flammen und kracht schließlich in die Kathedrale. Nach dem Brand geht es an die Arbeit. Notre-Dame soll originalgetreu wie im Mittelalter aufgebaut werden. Der Dachstuhl darf also nur aus französischen Eichen bestehen. Etwa 2000 Bäume werden dafür gefällt. Das sorgt auch für Kritik. Genauso wie der Einsatz von 500 Tonnen Blei, ein Schwermetall, das als gesundheitsgefährdend gilt. Doch von den Kontroversen der vergangenen 5,5 Jahre spricht heute keiner. Heute sind die Franzosen einfach stolz, dass ihre Kathedrale wieder strahlt. So geht es auch ihnen. Chorprobe der Handwerker von Notre Dame in einer kleinen Kirche ganz in der Nähe. Auch Boris Robin, der Archäologe, singt hier mit. Die Arbeit habe sie zusammengeschweißt. Das Tollste an unserem Chor ist, dass wir diese Erfahrung miteinander teilen. Das liegt mir wirklich am Herzen. In gut einer Woche wird die Kathedrale offiziell wiedereröffnet. Und ein paar Tage später haben sie dort ihren großen Auftritt, die Handwerker von Notre-Dame.